Zum bereits 24. Mal findet vom 26. Februar bis zum 13. März 2016 das Kurt-Weil-Fest in Dessau-Roßlau und Umgebung an 24 Spielstätten statt. Neben Dessau-Roßlau sind Berlin, Halle, Magdeburg, Wittenberg und Wörlitz Spielorte. Unter dem Motto Krenek, Weil und die Moderne nimmt das Fest zwei der wichtigsten Protagonisten im Musikleben der Weimarer Republik in den Blick. Gleichzeitig wird damit der 25. Todestag von Ernst Krenek begangen. Na, als allererstes eine der spannendsten Zeiten der europäischen, wenn nicht der Weltgeschichte, nämlich die Weimarer Republik und die beiden Komponisten Kurt Weil und Ernst Krenek, die beide 1900 geboren sind und echte Komponistenstars der 20er Jahre dieser Weimarer Republik waren. Der eine mit der Dreigroschenoper und der andere mit einer Jazzoper, die Johnny spielt auf heißt. Und die ähnliche Lebenswege haben. Sie sind beide 1900 geboren. Ihre beiden Violinkonzerte wurden 1925 in Dessau entweder uraufgeführt oder erst aufgeführt in Deutschland. Sie mussten beide vor der Nazi-Diktatur ins Exil. Und sie erzählen Musik einfach ganz anders als viele andere klassischen Komponisten. Und ich glaube, uns näher. Durch das freundschaftliche Zusammenwirken mit der in Krems, Niederösterreich angesiedelten Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung setzt das Kurt-Weil-Fest in vertiefter Weise die Tradition der intensiven Kooperation mit Partnern aus dem In- und Ausland fort. Eine Verbindung zum Motto Krenek, Weil und die Moderne hat auch der diesmalige Artist in Residence Ernst Kovacic. Der Geiger und Dirigent ist der Vorstandsvorsitzende der Ernst-Krenek-Institut-Privatstiftung. Artist in Residence ist der Geiger und Dirigent Ernst Kovacic aus Wien. Wir freuen uns wahnsinnig, dass er bei uns ist, vor allem wegen dieser Violinkonzerte, aber auch, weil er ein sehr guter Dirigent ist. Er wird unter anderem die Anhaltische Philharmonie auch dirigieren, er wird auch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz dirigieren und er ist Präsident, Vorsitzender des Ernst-Krenek-Instituts in Krems bei Wien und hat dann so eine Doppelfunktion bei uns. Aber in erster Linie ist er natürlich Künstler. In seinen Konzerten will Kovacic zeigen, welche Verehrung Weil und Krenek für die klassischen Komponisten wie Mozart und Schubert hatten. Außerdem wird er die Salonmusik der 20er Jahre feiern und vergessenen Werken von Ernst Krenek und Kurt Weil eine Bühne geben. Fast 60 Veranstaltungen bietet das 24. Kurt-Weil-Fest. Schon das Festspieleröffnungskonzert bietet mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz einen echten Höhepunkt. Doch das Programm bietet noch weitere Highlights. Das fängt schon an beim Eröffnungskonzert, wo das gerade mit dem Echo Klassik ausgezeichnete Orchester des Jahres, die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, zu Gast ist und Ernst Kovacic spielt das Krenek-Violinkonzert. Wir können wiederholen, worüber wir uns sehr freuen, dass die Dreigroschenoper nach Dessau kommt mit dem Ensemble Modern. Nina Hagen wird da sein und Konzerte in Dessau und in Magdeburg in den beiden Theatern geben. Nils Landgren wird wieder zu uns kommen mit drei Konzerten, mit einer ganz großen Produktion auch ins Theater. Also es gibt ganz viele Highlights, auch kleine natürlich, Liederabende zum Beispiel. Also ist ganz schwierig, jetzt irgendwie so ein paar rauszugreifen, aber ich denke, in dem Prospekt oder in dem Programm findet jeder sein persönliches Highlight. Der Kartenvorverkauf startet am 10. November über den Online-Shop. Mitglieder der Kurt-Weil-Gesellschaft haben ein Vorkaufsrecht.